Im Verlauf der Webserie Vorwärtsstreben habe ich viel über den Wert sauberer, pflanzenbasierter Ernährung gesprochen. Aber man kann noch weitergehen auf die nächste Ebene, und das ist Rohkost und ihre Einbindung in die tägliche Ernährung. Je weniger die pflanzenbasierte Nahrung verarbeitet ist, desto besser, und das Einbeziehen von Rohkost bietet uns wichtige Vorteile. Als ich Rohkost kennenlernte, ging mir geradezu ein Licht auf. Und ich dachte, dies ist die höchste Form des reinen Ausdrucks von Nahrungsmitteln, die existiert, sowohl in kreativer Hinsicht als auch in physischer und sogar in emotionaler Hinsicht. Die Arbeit mit so einfachen, reinen Zutaten hat mich in so ziemlich jeder Hinsicht inspiriert und hat es mir erlaubt, eine vollständige Verbindung herzustellen zwischen meinem persönlichen Interesse an Gesundheit und Wohlergehen und meinem beruflichen Interesse an der Arbeit mit dem kreativsten Format, das möglich ist. Rohkost ist pflanzenbasiert und ist die reinste Form. Alles beginnt mit den besten lokal erzeugten, der Jahreszeit entsprechenden, biologisch erzeugten, natürlichen Zutaten, die man bekommen kann. Der Besuch auf einem Bauernmarkt oder in einem Naturkostladen oder auf einem Biomarkt und das Auswählen der lokal erzeugten und wann immer möglich auch biologisch erzeugten Zutaten ist alles entscheidend, wenn man Rohkost wirklich wertschätzen möchte. Und das ist tatsächlich das Einfachste und Direkteste daran. Geht man zum Beispiel im Winter in einen Supermarkt und kauft man dort eine Tomate, isst sie, wenn man sie aufschneidet, typischerweise weiß im Inneren. Sie schmeckt nach nichts und riecht nicht nach Tomate, und egal, was man mit ihr anstellt, wie sehr man sie kocht, es gibt keinen Geschmack und nichts Aufregendes. Im Gegensatz dazu ist es bei einer Tomate einer alten Sorte im Juli so, dass man sie nur aufschneiden muss, etwas Meersalz und Olivenöl darauf gibt, und schon hat man eines der süßesten und köstlichsten Nahrungsmittel, das man sich vorstellen kann. Das also ist wahrhafte Rohkost. Es gibt natürlich eine technische Definition von Rohkost, nämlich Obst, Gemüse, Nüsse und Samen, die nicht über 47 Grad erhitzt werden. Wir sprechen also von niedrigen Temperaturen und einem niedrigen Verarbeitungsgrad bei der Zubereitung. Tatsächlich läuft es aber darauf hinaus, dass man mit wunderbaren Zutaten arbeitet, wenig mit ihnen macht und sie in ihrer natürlichen Form serviert. Sie haben vielleicht schon viele Rohkost-Kochbücher gesehen, in denen komplexe Rezepte und Techniken beschrieben sind, wie zum Beispiel das Dörren, das für einige Menschen ein wenig furchteinflößend sein mag. Es gibt jedoch genauso viele einfache und leichte Methoden, die man zu Hause anwenden kann, um Rohkost herzustellen und sie in den eigenen Lebensstil einzubinden. Das Einweichen von Nüssen und Samen ist eine gängige Technik, Rohkost zu verarbeiten, weil es die Enzyme aktiviert und sie besser verdaulich macht. Ich habe darüber bereits in einer früheren Folge von Vorwärtsstreben gesprochen, aber dies ist so eine wichtige und einfache Art, den Nährwert von Grundnahrungsmitteln zu steigern. Das Einweichen oder Quellen kann auch die Textur und die vielseitige Verarbeitbarkeit von Nahrungsmitteln verbessern. Im Falle von Nüssen und Samen kann dies auch die Grundlage von Cremesoßen und anderen Zubereitungsmöglichkeiten ohne Milch darstellen. Im Falle von Cashewnüssen ist das Einweichen der erste Schritt bei einem der vielseitigsten Rohkostrezepte, Cashewcreme. Sie wird hergestellt, indem man Cashewnüsse einfach 4 bis 6 Stunden oder über Nacht quellen lässt, das Wasser dann abgießt und sie danach mit destilliertem Wasser püriert. Dies kann dann die Grundlage für andere Soßen oder Dressings, wie zum Beispiel nach Art saurer Sahne oder süßer Sahne sein. Je nach Menge von Wasser, die man verwendet, ändert sich die Textur oder auch die schlussendliche Verwendung. Gibt man zum Beispiel mehr Wasser hinzu, erhält man eine Art Milch oder dünner Milch. Halbiert man aber die Menge von Wasser, erhält man eine Art Creme. Es ist also wichtig zu wissen, was man damit machen möchte. In unserer Akademie zeigen wir, wie viele unterschiedliche Cremes es geben kann und wie wir sie verwenden, um Eis oder saure Sahne oder sogar Käse herzustellen, wenn man die Creme fermentiert und viel weniger Flüssigkeit verwendet. Unser heutiges Rezept für die schwarze Pfeffer-Seetang-Nudeln ist eine Art perfektes Beispiel für die Verwendung der Basiscreme Muttersoße. Obgleich wir dieses Rezept als ein Gourmet-Rezept ansehen, ist die Zubereitung der Seetang-Nudeln eigentlich recht einfach. Die Soße stellen wir her, indem wir schwarze Pfefferkörner, Zitronensaft, Nährhefe und Meersalz zu der Cashewcreme hinzufügen. Das ist unsere Soßengrundlage. Die Nudeln mache ich ein wenig weicher, indem ich etwas Tamari und Olivenöl hinzufüge. Dies vermischen wir und fügen einige frische und saisonale Zutaten, Käfe, Erbsen oder Erbsenschoten hinzu. Dann geben wir noch einige aufgeschnittene schwarze Oliven hinzu. Die Geschmacksnoten sind recht komplex, sie verbinden sich aber sehr schnell und leicht. Viele Menschen nehmen an, Rohkost ist immer etwas Knackiges, aber in Wirklichkeit kennen wir einige Techniken und Werkzeuge, um eine Vielzahl von Texturen zuzubereiten. Das klingt köstlich,
Und wenn Sie zu Hause keine Seetangnudeln bekommen können, man bekommt sie nicht in allen Geschäften, dann können Sie auch Zucchini verwenden. Sie können sich einen Schaber besorgen, mit dem Sie Spiralen schaben können, die dann nudelähnlich sind. Und wenn Sie einen solchen Schaber nicht haben, manchmal bekommt man sie nur sehr schwer, können Sie auch eine Reibe oder auch einen Gemüseschaber verwenden. Sie schaben dann einfach viele Scheiben ab, bis die Nudelformen erreicht sind. Es ist leicht, das zu schaffen. Ich weiß, dass einige Rohkostrezepte über gedörrte Nahrungsmittel sprechen und dass man sich einen Dörrer anschaffen sollte, aber braucht man das wirklich? Was denken Sie über das Dörren? Naja, es ist ein großartiges Werkzeug, wenn man eine Gourmet-Tarte oder eine Pastete oder Cracker zubereiten möchte. Es ist aber wirklich nicht unbedingt notwendig. Die meiste Zeit, es ist sehr selten, dass ich meinen Dörrer zu Hause verwende, es sei denn, ich bereite ein Gourmet-Essen zu. Und es gibt natürlich auch hunderte von Rezepten, für die man keinen Dörrer benötigt. In jedem unserer letzten beiden Bücher beschreiben wir 100 Rezepte und es kommt kein Dörrer darin vor. Das heißt, es ist ein Luxusartikel und ein Accessoire, aber auf keinen Fall unbedingt notwendig. Man kann auch mit den natürlichen Eigenschaften einer Zutat arbeiten, um eher traditionelle Geschmacksrichtungen herzustellen. Zum Beispiel verwende ich für meine Schokoladen-Hanfsoße Avocado. Und dieses gesunde Fett hilft dabei, die traditionelle Puddingtextur herzustellen. Man kann fast keinen Unterschied feststellen. Auf eine gewisse Weise erhält man sogar mehr Geschmack, weil diese Art von Pudding den Geschmack eher verstärkt, während ein Pudding, bei dem man Stärke oder Mehl verwendet, den Geschmack eher verdünnt. Auf diese Weise ist die Speise gesünder, aber auch, meiner Meinung nach, geschmackhafter und auch leichter herzustellen. Es wird nichts gekocht. Ja, ich liebe dieses Rezept. Ich habe das zum Frühstück gegessen. Es ist voller Schokolade, es gibt einem Energie, man fühlt sich gut, man isst gutes Avocadofett, Hanf und Chia enthalten auch gute Fette. Und damit fängt der Tag einfach gut an. Ich weiß, einige Leute essen Pudding oder auch Schokoladenpudding zum Frühstück. Also ich finde es einfach toll. Was sind denn Ihre Lieblingszutaten? Für mich waren es über die Jahre immer dieselben. Viele Leute wechseln ihre Vorlieben, aber für mich, ich werde nie Avocado müde. Wenn ich sie nicht jeden Tag esse, vermisse ich sie. Zitronen, einfach der Geschmack von Zitrusfrüchten und ganz besonders Zitronen ist mir sehr wichtig. Und auch noch Mandeln, würde ich sagen. Und vielleicht wäre da auch noch Kakao zu nennen. Aber ich mag Mandeln, weil man sie so vielfältig verwenden kann. Mandelbutter zum Frühstück, mit Obst oder einfach rohe Mandeln auf Reisen. Oder die Herstellung von Mandelmilch, die man entweder einem Smoothie hinzufügen kann oder als Basis für Eiscreme verwenden kann. Und dann sind auch noch alle Kakaoprodukte wirklich toll. Aber die ersten vier, die mir in den Kopf kommen, wenn Sie mir diese Frage vor Jahren gestellt hätten, wäre die Antwort dieselbe gewesen. Ja, die Klassiker. Ja, das ist die neue Nahrungsmittelpyramide. Ja, richtig. Um Ihr Wissen, das Sie gerade über Rohkost erworben haben, zu erweitern und um Rezepte für Rohkostgerichte zu finden, besuchen Sie bitte unsere Website. Hier finden Sie Material zu diesem Thema. Wenn Sie sich wirklich dafür begeistern, informieren Sie sich über Matthew Kennys Akademie in Santa Monica oder online.